Witze über Klopapier, Homeoffice oder Hygieneregeln. Mit einem Lachen lässt sich die Corona-Krise etwas leichter ertragen. Und Lachen ist gesund, besonders in Zeiten, in denen es vielleicht nicht so viel zu lachen gibt. Vor allem in Krisen hilft es, Situationen aus der humorvollen Perspektive zu betrachten. Auch die Forschung bestätigt, dass Humor die seelische Widerstandskraft und damit das Immunsystem stärkt. Wie wir es schaffen, dass uns trotz Pandemie nicht das Lachen vergeht und ob dafür auch schon ein Lächeln reicht, erklärt uns mein heutiger Gast Dr. Roman Scheliger, Facharzt für Innere Medizin und Humorexperte. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Herr Doktor, Krisen sind ernst und manch einem vergeht da das Lachen, aber schon Karl Valentin sagte, man soll das Leben nicht so tragisch nehmen, wie es ist. Wie kann jetzt Humor in der Krise zum Einsatz kommen? Karl Valentin hat noch was gesagt. Er hat nämlich gesagt, das Leben hat drei Seiten. Eine ernste, eine positive und eine humorvolle. Also der Humor spielt immer eine große Rolle. Und ich glaube, wenn nicht jetzt, wann haben wir uns das Lachen mehr verdient? Und ich glaube, Humor wirkt immer dann, wenn wir ihn am meisten brauchen und wahrscheinlich ihn am wenigsten zulassen. Ich war etwas traurig, muss ich sagen, als ich ein Interview gelesen habe, als man kleine Kinder gefragt hat, warum lachen denn eure Eltern so wenig? Und sie haben gesagt, Mama und Papa haben zu wenig Zeit dazu. Sie haben einfach keine Lust mehr zu lachen. Und das ist schon schade, wenn Kinder das auch bemerken. Und dabei, Lachen kann so viel bewegen. Also ein Lächeln verändert die Welt, wie es so schön heißt. Und allein wenn wir an positive Dinge denken, wir müssen gar nicht mal lächeln, dann passiert bereits was im Körper. Was passiert denn genau im Körper? Mein Stichwort. Ja, also prinzipiell, wir haben ja so eine Art legales Doping im Körper. Sie haben vorher schon angesprochen, das Immunsystem wird gestärkt. Glückshormone werden freigesetzt. Allein wenn ich jetzt in den Spiegel hineinlächle, abgesehen davon, da lächelt wer zurück, das heißt, ich habe schon einen Smile-Partner, wird bereits Serotonin freigesetzt. Und vor allem Humor macht noch etwas. Wenn ich jetzt positiv denke, dann wird die Atmung verbessert. Es wird die Verdauung verbessert. Wir werden vielleicht weniger Stresshormone produzieren. Also im Grunde genommen brauchen wir fast keine Medikamente, um es etwas salopp zu sagen. Wir haben selber es in der Hand, dass es uns besser geht. Jetzt gibt es ja eben sogenannte Lachtherapien, wo man auf Knopfdruck sozusagen lachen muss, ob man sich danach fühlt oder nicht. Ist das jetzt, hat das die gleiche Wirkung, wie wenn ich von ganzem Herzen lache? Also natürlich ein echtes Lachen, wenn ich mich wirklich fast am Boden wälze vor lauter Freude, das ist natürlich viel effizienter. Aber wie ich eingangs schon erwähnt habe, allein das Denken daran, ja, dass es mir gut geht, macht was bereits im Körper. Also fake it till you make it, wie das so schön heißt. Einfach einmal die Mundwinkel nach oben zu ziehen, auch wenn es manchmal schwer ist. Momentan ist es ja so, ich brauche mich nicht genieren, ich habe ja die Maske auf, also ich kann im Stillen üben, mehr oder weniger. Und es macht was mit uns. Was Positives. Jetzt ist ja Faschingszeit eigentlich normalerweise eine relativ ausgelassene Zeit, wo man viel lacht. Was raten Sie, wenn jetzt aber die Verzweiflung in diesem Jahr groß ist? Ich glaube, auch das, was Sie am Anfang gesagt haben, Perspektive zu wechseln. Ich kann immer entscheiden, ärgere ich mich drüber, über Dinge, die ich nicht ändern kann. Und es gibt momentan viele Dinge, die kann ich einfach nicht ändern. Ich kann das Virus nicht wegzaubern, ich kann keine Barrikaden bauen. Ich kann aber die Einstellung dazu ändern und sagen, es ist jetzt diese Zeit, was mache ich persönlich am besten daraus? Und da empfehle ich immer, mich mit positiven Menschen auszutauschen, mit Energiegebern und nicht mit Energieräubern. Da gibt es viele, weil das beste Motivationsmittel sind andere positive Menschen. Und wie schön ist es, wenn ich es auch selber bin. Das heißt, wenn ich merke, ich gehe aus einem virtuellen Büro heraus, weil die echten gibt es ja kaum mehr, aus einem virtuellen Büro heraus und merke, ich hinterlasse ein Lächeln und ich war der Grund dafür. Oder ich rufe einen lieben Kollegen an und sage, du gehst mir wirklich ab. Oder ich rufe die beste Ehefrau von allen mal nicht nur zum Geburtstag an und sage, hey, ich mag dich total gern. Also diese kleinen Drops der guten Freude, die brauchen wir dringend. Vorzugsweise die eigene Ehefrau. Jetzt haben Sie die Kinder erwähnt und Kinder haben ja ein unglaublich herzliches Lachen. Haben Sie das Gefühl oder kann man sagen, dass man das Lachen verlernt im Laufe der Zeit? Ich glaube, wir haben es uns verboten. Also einerseits beruflich, je höher wir raufkommen in der Karriereleiter, die für viele ein Hamsterrad ist, da verbieten wir es uns. Und ich glaube auch, wir müssen es wiederentdecken, weil Kinder, das ist hoffentlich schon sehr bekannt, lachen 400 Mal am Tag, wir 15 Mal. Und jetzt noch weniger, auch wenn wir älter werden. Wobei ich finde, es ist
keine Frage des Alters, ob man den Schalk oder die Angst im Nacken sitzen hat. Ja? Und ich glaube, wir müssen es uns wieder erlauben. Wir müssen es uns erlauben und wir müssen es weiterschenken. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir jetzt haben. Ich bin aber überzeugt, alles wird anders gut. Und wir müssen mit allem rechnen, auch mit dem Guten. Also es ist immer die Perspektive, die man wechselt. Und so wie Sie jetzt sehr positiv mich anschauen, so können wir das immer, dieses Lächeln weitergeben. Da kommt wieder der Spruch Kinder an die Macht zum Tragen. Da können wir uns auch was abschauen. Vielen lieben Dank, dass Sie heute mein Gast waren. Vielen Dank.